Hallo. Als ersten Schritt bei der Datenanalyse mit R werden wir uns das System R selbst ein wenig ansehen, hier in Form von Videos, in Form von kleinen Tutorials. Im Netz finden Sie noch viel mehr Tutorials und Informationen, die dann auch in der Lernplattform zum Teil verlinkt sind. Um mit R zu arbeiten, müssen wir das zuerst installieren, logisch. Hier sehen Sie auch schon die Quelle für diese Installation, nämlich die Homepage des R-Projektes r-project.org. R ist ähnlich organisiert wie das Tech-Projekt. Statt einem CTAN gibt es hier einen CUN, T wie Tech, R wie R. Und hier, wo die Maus ist, sehen Sie auch gerade dann die Download-Mirrors. Je nach Land, was man eben haben will, kann man hier dann installieren, darunter sehr viele Informationen, wie man sie eben auch von Open Source Software-Paketen kennt. Hier ganz wichtig natürlich zu Beginn die Dokumentationen und die Links. Okay, ich habe das natürlich hier schon installiert. Vielleicht haben Sie das auch schon installiert. Was ich Ihnen in dem Film ebenfalls noch zeigen werde, ist, wie man mit RStudio arbeitet. Das ist eine IDE über R. Die ersten Dinge zeige ich Ihnen immer in der R-Konsole. Das heißt, Sie machen mehr oder weniger ein Shell-Fenster auf und wenn weitere Fenster benötigt werden, werden die dann von dort aus geöffnet. In RStudio haben Sie eine IDE, wie Sie sie auch schon von Eclipse oder von Visual Studio kennen. Das ist später dann Geschmackssache. Es gibt auch noch weitere IDEs, das überlasse ich Ihnen. Wenn wir dann uns Verfahren ansehen und die Umsetzung in R, dann sehen Sie immer die Konsoleingaben und Sie entscheiden einfach selbst, in welchem System Sie das dann quasi machen. Was auch noch ganz gut ist, wenn man mit Programmiersprachen umgeht, in Java, C++, Python, was immer man als Programmiersprache verwendet. Natürlich gibt es in Stack Overflow auch eine Community zu R. Hier sehen Sie gerade schon die Einstiegsseite R Project, RStudio und auch Stack Overflow sind alle in der Lernplattform verlinkt, so dass Sie immer zu diesen Seiten kommen können. Okay, ich habe natürlich diese Version 3.2.3 mit dem schönen Namen Wooden Christmas Tree bereits installiert, sodass wir jetzt in die Konsole wechseln. Eine 64-Bit-Version, wie uns das Fenster hier schon sagt. Oben haben wir schon so einige Befehle, ganz normal in einem GUI. Wenn Sie einfach R auf einer Shell in Linux gestartet haben, bekommen Sie auch diese Ausgaben. Und hier sehen wir schon ganz am Ende, tippen Sie Demo, Klammer auf, Klammer zu, für einige Demos ein. Machen Sie das ruhig, ist sehr interessant. Help, natürlich gibt es ein Help-System, was wir oben auch unter Hilfe natürlich starten können. R denkt prinzipiell in Objekte, Variablen, Funktionen, alles, was wir später erzeugen, sind Objects. Und die Funktionen selber, wie wir das auch schon von Programmiersprachen kennen, wenn Sie keine Übergabeparameter haben, dann machen wir einfach eine leere Übergabeliste, das heißt Klammer auf, Klammer zu. Ganz wichtig, damit man immer weiß, wie man R auch wieder verlässt. Natürlich können Sie hier Datei beenden sagen, wie Sie das von der Windows-Anwendung kennen. Und in der Shell selber geben Sie einfach Q wie Quit und Klammer auf und Klammer zu ein. Das werden wir uns auch nachher nochmal ansehen, weil dazu gibt es einiges zu sagen. Erst einmal ist R eine Programmiersprache, eine Implementierung der Programmiersprache S, wie Statistik. Man wollte eine Programmiersprache implementieren, bei der man schnell und unkompliziert statistische und mathematische Berechnungen durchführen kann. Das wurde in den Bell Labs von AT&T durchgeführt. Es gibt nach wie vor eine kommerzielle Implementierung davon mit dem Namen S+. Wenn Sie danach googeln, finden Sie das. Und ich habe Ihnen auch diese URL
verlinkt und R ist einfach die Open Source Implementierung, die jetzt von der Verbreitung her, von der Bedeutung S und S plus deutlich überholt hat. Im Kern haben wir eine Shell, das haben wir schon festgestellt, und wir können R wie einen Taschenrechner benutzen. Dazu würden Sie jetzt garantiert nicht R verwenden, aber wenn man 3 plus 5 eintippt, nach dem Prompt, den haben wir gerade vorhin schon die ganze Zeit in grün gesehen mit dem Größer. Ich habe hier jetzt Farbeinstellungen schon vorher vorgenommen unter den Einstellungen. Wenn Sie das nicht tun, haben Sie am Anfang einfach schwarz auf weiß und das drücke ich auf Return und Sie erhalten natürlich das Ergebnis. Die 8 und die 1 waren das 8, das ist einfach die erste Zeile unserer Ausgabe. Programmiersprachen enthalten Standardfunktionen, zum Beispiel die E-Funktion, hätten Sie jetzt auch erwartet mit exp und wir sagen dann für die reelle Zahl, für den Floating Point Value 1.0, er denkt den Double, wollen wir jetzt das Ergebnis haben und das sind dann einfach die ersten Dezimalstellen der Eulerschen Zahl. Hier sehen wir es auch schon. Auch die Kosinusfunktion ist da, überrascht uns nicht. Und es gibt auch eine Reihe von Konstanten, wie zum Beispiel die Kreiszahl Pi. Einfach klein p und i eingeben und jetzt erhalten wir minus 1, wie wir es erwartet haben. Dass da im Hintergrund natürlich numerische Berechnungen stattfinden, sehen wir schön am Ergebnis von Sinus Pi. Da erwarten wir natürlich die Zahl 0. Und wie auch in Programmiersprachen kommt da 1,2 mal 10 hoch minus 16 raus, numerisch, auch in Double-Genauigkeit. Natürlich 0, aber immer daran denken, natürlich haben wir hier Rundungsfehler. Okay, das Hilfesystem, hier oben steht es ja schon, tippen Sie Help, Klammer auf, Klammer zu, für Online-Hilfe. Wenn wir schon ganz konkret wissen, jetzt will ich mal wissen, was ist denn, was steckt denn hinter Pi, was kann ich denn damit alles noch machen? Einfach Fragezeichen, Pi, Name des Objektes quasi, Return und dann wird ein HTML Server, ein HTTPD gestartet lokal und wir erhalten die Hilfetexte. Hier sehen wir es auch schon, Built in Constants. Es gibt die Zahlen, es gibt Letters, es gibt Monatsnamen. Wir werden ja später auch damit Statistik machen. Okay, zurück zur Konsole. Wenn wir jetzt Q eintippen und dann werden wir von R noch nach etwas gefragt, was wir hier oben auch finden. Wir können erstmal hier ein neues Skript, öffnen Skript, das heißt, wir können auch eine Reihe von Befehlen durchführen und abspeichern und so damit einfach später auch wieder ausführen. Das ist sehr, sehr praktisch. Dateien anzeigen, dann bekommen wir den File Explorer und sehen dann zum Beispiel, wo später unsere Daten liegen. Er hat eine History, die man laden und speichern kann. Das zeige ich Ihnen jetzt mal gerade. Das ist jetzt schwer im Video, aber ich tippe jetzt einfach auf die Cursor-Taste nach oben. Und Sie sehen in der Reihenfolge, wie wir sie ausgegeben haben, unsere Befehle. Und wenn ich jetzt mit der Cursor-Taste wieder nach unten gehe, und dann bin ich wieder da, wo ich vorher war. Auch das kennt man ja schon von Shells. Okay. Hier ist etwas ganz Wichtiges, der Workspace, der Arbeitsbereich. Man kann hier ein Arbeitsverzeichnis setzen. Das ist in Windows wichtig, weil wir meistens diese Konsole starten. Hätten wir das in der PowerShell gestartet oder in einer Shell in OS X oder in Linux, dann hätte er eben das Arbeitsverzeichnis auf Punkt gesetzt, auf das aktuelle Verzeichnis, sucht dort auch viele Dinge. Und wenn dort schon ein Workspace gesichert ist, das sind Dateien, die heißen dann immer R-Data, dann hätte er das auch geladen. Da steckt die Idee dahinter, wenn Sie verschiedene Projekte haben, machen Sie einfach für jedes Projekt ein Verzeichnis. Und wenn Sie heute etwas arbeiten, den Workspace sichern und morgen da wieder in diesem Verzeichnis starten oder eben hier mit Lade-Workspace wieder laden, dann haben Sie alle Befehle, alle Ergebnisse, alle Objekte, alle Funktionen, die Sie gestern am Ende hatten, wieder. Ich finde, das ist ein sehr schönes Konzept. Okay, wir können das jetzt hier schon mal mit sichere Workspace auch mal abspeichern. Mal schauen wir mal, wo wir hinkommen.
Okay, ich habe irgendwo Dokumente als Verzeichnis, aber ich habe schon einen Ordner vorbereitet. Ich muss ihn jetzt nur noch finden. Das ist jetzt manchmal unter Windows 10 nicht ganz so einfach. Und wir haben hier einen Develop-Ordner. Hier ist er endlich. Und hier habe ich was angelegt, das heißt First. Den gab es auch schon. Ich wähle ihn jetzt einfach nochmal aus und speichere ihn. Okay, die üblichen Abfragen. Die Datei gab es ja schon. Und hier sehen wir auch schon, ich hätte das auch in der Shell eingeben können, wobei es natürlich schon etwas mühsam ist, hier diesen ganzen Pfad hier mit einzugeben. Hätte ich vorher auch noch wechselnde Verzeichnis angegeben und dann hätte mir immer das auch gleich aufgemacht. Wenn wir jetzt Q, Klammer auf, Klammer zu, eingeben und dann wird er nicht einfach zugemacht, sondern es kommt auch hier eine Abfrage Workspace sichern. In der Shell unter Linux kommt das dann eben wirklich in der Shell. Und dann kann ich hier auch nochmal sagen, ja, natürlich, ich habe jetzt noch was ausprobiert, lass es einfach sein oder ich will morgen zurückkommen. Also sichere den Workspace und dann gehen wir hier auf Ja. Jetzt haben wir schon Ja gestartet, haben das Workspace-Konzept gesehen. Und haben ihn auch schon abgespeichert. Jetzt habe ich hier mit Bearbeiten leere Konsole, also Steuerung L, einfach mal alles ausgeblendet, damit wir wieder einen frischen Arbeitsbereich haben. Jetzt setze ich mal, und damit ich das nicht vergesse, mit Verzeichnis wechseln eben auch mein Arbeitsverzeichnis, damit wir das nicht jedes Mal neu durchklicken müssen. Gehen wir hier auf First. Okay, das heißt, jetzt könnte ich da auch wieder den Arbeitsbereich, den Workspace laden. Das werden wir aber nicht tun, sondern ich möchte Ihnen jetzt zeigen, man kann abfragen, welche Variablen, welche Objekte gibt es denn jetzt im Moment aktuell in meinem Workspace. Ich habe den jetzt gerade leer gemacht und der Befehl, der das macht, ist gerade ls. List. Erinnern Sie sich einfach an das Kommando, was Sie auch in der Shell eingeben. Das ist das DIR, das DIR in der Command.com. Oder Sie sagen einfach Objects, Klammer auf, Klammer zu. LS ist eigentlich nichts anderes wie eine Abkürzung für List Objects. Wir können dann später auch Variablen löschen. Wir erzeugen mal einfach eine zugegebenermaßen sehr doofe Variable. Und wenn wir jetzt zum Beispiel sehen wollen, was der Wert ist, dann würden Sie jetzt vielleicht eine Print-Funktion erwarten. Das ist ein eher ganz einfach. Sie tippen den Namen der Variable ein und wir bekommen den Wert. Und wir können mit Remove, mit Löschen, diese Variable auch wieder löschen. Und dann sehen wir hier, dass er auch wieder weg ist. Okay, die Zuweisung haben wir eben schon mal gesehen. Jetzt wollen wir mal auf die Datentypen eingehen. X gleich Charlie. Sie würden es natürlich sofort vermuten, das ist ein String vom Typ Char, vom Typ Character. Machen wir jetzt gerade mal. Und ich zeige Ihnen, es gibt nämlich auch eine weitere Methode, die ich meistens verwenden werde, einem Pfeil. Das ist eigentlich synonym. Und wenn ich jetzt X sehe und Y sehe und dann bekommen wir das zurück. Dieser Pfeil hat auch den Vorteil, dass Sie den sozusagen umdrehen können. Ich werde das nie verwenden, aber das heißt, wir können diese Zuweisungen in beide Richtungen schreiben. In den meisten Dokus finden Sie diese Notation, die wir für Y verwendet haben, mit dem Pfeil. Und jetzt sehen wir auch, dass x, y und z da ist. Und jetzt könnten wir z zum Beispiel auch wieder löschen. Und dann ist es auch wahrhaftig weg. Gut, Charakter haben wir schon verwendet. Daneben gibt es den Datentyp Numeric. Das sind Integerzahlen und Double-Zahlen. Ich mache mal
alle Variablen weg und jetzt weisen wir x zum Beispiel eine 1.0 zu. Dann ist auch x eine Numerik-Variable und sie hat einen Double-Wert. Y nehmen wir mal 2. Und Sie sehen schon bei der Ausgabe, wie man das auch von anderen kennen. Da wird dann, wenn da Punkt 0 steht, wird es einfach auch weggelassen. Wir können auch Exponentialnotation nehmen, wie zum Beispiel 1,0 oder 1.0 mal 10 hoch 5, das große E. Auch das ist jetzt nichts Neues, wird hier mit einem kleinen E ausgegeben. Und wir haben natürlich die ganzen Operatoren, haben wir schon vorhin bei 3 plus 5 ausprobiert. Wir haben Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division und wir haben auch eine Potenz. Nehmen wir mal 100, 1.0 mal 10 hoch 2 hoch 0,5. Wir nehmen einfach den Pfeil hier nach oben 0,5 und da soll natürlich 10 rauskommen und das tut es auch. Okay, Numeric, Character, Strings in Hochkomma haben wir schon ausprobiert. Daneben gibt es noch logische Variablen. Zum Beispiel können wir sagen, na gut, logische Variablen heißen bei mir immer P oder Q. Und dann gibt man hier einfach einen Vergleich ein. 3 kleiner gleich 4. Und P ist true. Hätten wir jetzt auch gerade erwartet. Dann können wir etwas kompliziertere machen. Sagen wir mal, 3 ist gleich 4. Das heißt, der Vergleich ist gleich, wie man das auch von anderen Programmiersprachen kennen. Dieses Zeichen, das Kaufmanns und steht für das logische und. Und das hier steht für ungleich. Alles nichts Neues. Schauen wir mal. Okay, P ist natürlich falsch. Ja, weil 3 ist eben nicht 4. Das heißt, die erste dieser beiden Operanden ist falsch und jetzt können wir eben auch das Oder machen und das ist einfach der Strich P oder Q und das ist dann wieder mit der Disjunktion wahr. Okay, machen wir wieder etwas leer. Schauen wir mal, was noch da ist. X, Y und Z ist noch da, kein Problem. So, das heißt, die Datentypen heißen Numeric, Character, Logical, Double und Integer. Es gibt noch einen weiteren Datentyp Vector, aber den werden wir uns aufheben für später. Der spielt dann auch in der Statistik eine Rolle. Ein ganz interessantes Feature, was ich jetzt ab und zu mal noch verwenden werde. Wir haben ja eine Shell, das heißt, es gibt auch Kommentare. Alles, was jetzt hier mit diesem Lattenkreuz, was danach kommt, ist einfach ein Kommentar. Ist auch später, wenn wir Skripte schreiben, wenn wir Anweisungen zusammenfassen und abspeichern, natürlich sehr nützlich. Wir geben hier mit x aus und dann passiert das gleiche wie vorher. Gut. Um zu wissen, wir haben ja gerade gesagt, Numeric, Character, Logical, Double, Integer. Numerik ist eine Zusammenfassung für Double und Integer. Machen wir mal nochmal eine Variable und das erkennt man nicht jetzt eher, weil es ja ein Interpreter ist. Okay, das soll ein Charakter sein. Den nehmen wir jetzt eine Punkt Variable. So ein kleines bisschen Objektnotation werden Sie auch sehr häufig finden. Und es gibt jetzt, wenn man größere Skripte hat und nicht mal ganz sicher ist, welcher Typ waren das. Da gibt es die is-Funktion, is.character und da kommt natürlich jetzt true raus. Das gibt es für alle Datentypen, das heißt, ist numeric eine Variable, kommt eben ins False raus. Aber was cool ist, was natürlich auch zu erwarten ist, wenn man später daran denkt, dass man durch Daten einlesen aus ASCII-Dateien, müssen wir natürlich aus den Strings, die da kommen, auch Zahlen machen können. Das heißt, wir erzeugen mal eine numerische Variable und die erzeugen wir aus dieser Charaktervariable, indem wir sagen as, das was wir machen, ein Cas, as numeric, Klammer auf, eine Variable. Jetzt ist sie erzeugt. Damit geben wir es jetzt gerade aus. Ist jetzt auch eine Integerzahl 42. Schauen wir mal, ob das jetzt wirklich auch von Typ Numerik ist.
soll. Character ist jetzt false und jetzt nehme ich einfach die History, hole mal das Kommando nochmal an, ersetze jetzt Character durch Numeric und da kommt natürlich jetzt auch true heraus. Haben wir die Datentypen eingeführt und R denkt eigentlich in Vektoren. Alles in R ist ein Vektor, das heißt, diese Variable zum Beispiel x war eigentlich ein Vektor der Länge 1. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie wir Vektoren, Matrizen, mehrdimensionale Felder hier vereinbaren und mit diesen Typen arbeiten können. Ich habe jetzt hier die Konsole nochmal frisch gemacht. Auch hier nochmal gerade ein nützliches Feature. LS, da müssen wir uns die Klammer zumachen, vergesse ich jetzt mal bewusst. Und dann kommt ein neuer Prompt, nämlich Plus. Das heißt, solange die Eingabe noch nicht fertig ist für den Interpreter, dann kommt immer noch eine Zeile und irgendwann müssen wir eben fertig, das machen wir die Klammer zu. Zack. Und ich habe, wie schon gesagt, alles frisch gemacht, damit ich da jetzt keine Überraschung mit meinen Dateinamen erlebe. Also alles in R ist ein Vektor und dafür ist eine Funktion nützlich, die heißt einfach C wie concatenate, wie aneinanderhängen. Wir nehmen wieder, deshalb haben wir eben alle Variablen gelöscht, als Variablenname ein x und das soll jetzt ein Vektor werden, also schreibe ich in C und jetzt schreibe ich einfach die Komponenten dieses Vektors, denkt man jetzt einfach irgendwelche aus. X ist ein Vektor der Länge 6, wenn ich mich nicht vertippt habe. Schauen wir mal, hier wird er auch wieder gerade ausgegeben. Okay, wenn wir dann wissen wollen, wie lange er ist, auch diese Funktion gibt es schon, dann nehmen wir einfach length. Der Zugriff ist also wie gehabt. Okay, ganz nützlich sind Funktionen, wo ich sage, okay, ich brauche jetzt einen Vektor, der soll die Zahlen 1 bis 5 enthalten. Auch das geht wieder mit C und den Vektor nehmen wir jetzt mal b und dann muss ich jetzt nicht 1, 2, 3, 4, 5 schreiben, wäre genauso lang, sondern ich mache 1 Doppelpunkt 5 und dann hat er mir das genau gemacht. Das heißt, Zahlenbereiche in den Integer. Mathematiker schreiben das häufig auch in der Notation 1 Doppelpunkt 5 aufs Papier. Da kommt garantiert diese Syntax her. Man hat eine Sprache, mit der man sehr, sehr schnell vom Papier in den Rechner kommt. Das geht uns auch umgekehrt. Nehmen wir es mal Reverse B und da sagen wir jetzt 5 Doppelpunkt 1. Und dann haben wir das auch genau in der umgekehrten Reihenfolge, sozusagen von 5 bis 1 mit schrittweise minus 1. Das Ganze geht auch mit anderen Datentypen. Machen wir mal einfach einen Textvektor. Das darf natürlich nicht fehlen. Wir haben noch kein Hello World gemacht. Hier steht sie jetzt. Und wir können auch logische Vektoren erzeugen. Könnten wir jetzt direkt mit den Konstanten True oder False arbeiten, aber wir können ja mal ein paar hinschreiben. 3 vergleichen mit 3, 3 ungleich 4 und wenn man noch p größer, p haben wir ja nicht mehr, 4 größer als 3, dann haben wir noch was Wahres drin, schicken das ab. Geben ihn wieder aus und alle drei waren true. Ganz wichtig, die Nummerierung, der Zugriff auf Felder in R unterscheidet sich von dem Zugriff, den Sie von Programmiersprachen kennen. Mathematiker indizieren ja immer mit 1 und das hat eigentlich schon immer genervt. Wenn Sie in Java programmiert haben, mussten Sie immer von 0 bis n minus 1 denken. In R fangen die Indizes mit 1 an. Das heißt, wenn ich die zweite Zahl haben will, die in x steht, dann sage ich einfach 1 und dann die Zugriffsoperatoren, wie wir sie kennen. Und das sollte, wir lassen uns x nochmal ausgeben, da sollte die Zahl 5 rauskommen und das tut sie auch. Also daran denken, wir fangen immer mit 1 an. Und jetzt kann ich die Werte auch verändern.
indem ich sagen, okay, x3, das ist die ganze Zeit, war das 3 und das soll jetzt aber 6 werden und dann machen wir das einfach so und jetzt ist es auch zugewiesen. Ganz nützlich ist eine Schreibweise, wo man sagen kann, okay, ich will jetzt das erste, das dritte und das fünfte Element dieses Feldes x. Und dann geht man sozusagen den Indexvektor, den könnte man vorher besetzen, oder ich erzeuge ihn hier einfach mit C135 und aufpassen natürlich auf die Nummerierung, aber erhalten jetzt das erste, das dritte und das fünfte Element dieses Vektors x. Okay, jetzt haben wir Felder, natürlich gibt es auch mehrdimensionale Felder, es gibt Matrizen und Arrays. Was der Unterschied ist, werden wir ja ganz kurz sehen. Und es gibt noch einige Datentypen, wenn wir mit Daten umgehen, eben Felder, die vielleicht unterschiedliche Datentypen haben, eben Strings für Namen und logische Werte und Integer. Und die würden wir auch gerne in eine Datenstruktur packen, der Data Frame. Den werden wir nochmal gesondert behandeln. Wir bleiben mal bei Matrizen, das heißt einfach zweidimensionale Felder, die in Zeilen und Spalten organisiert sind, die nenne ich immer A, großes A als Name. Und dafür gibt es eine Funktion, die heißt Matrix. Dann geben wir erstmal die Zahlen ein, die da drin sein sollen. Nehmen wir mal an, wir machen jetzt gleich eine 3x3-Matrix. Dann sage ich einfach, ich nummeriere die jetzt mal durch, also die Zahl von 1 bis 9. Und dann sage ich nRow, nimm mal bitte 3. Und die Anzahl der Spalten, ncol, soll auch 3 sein. Wir schicken das weg. Und dann lassen wir es uns ausgehen. Und hier sehen wir auch gerade, dass sie ausgegeben werden. Ich mache mal noch gerade ein zweites Feld. Und dann schauen wir uns dann nochmal genau an, was rauskommt. Jetzt will ich da die Zahlen, wir beginnen bei 6 und wollen runterzählen bis 1. Das heißt, ich habe 6 Zahlen und auch wieder 3 Zahlen. Und diesmal immer nur in 2 Spalten, damit man das mit der 6 hinbekommt. Okay, soweit, so gut. Was man hier aber sehr gut erkennt an den Zahlen, so wie sie ausgegeben werden, die Zahlen, die ich vorne, die Werte, die ich eingebe, werden spaltenweise organisiert. Schauen Sie bei A hin, ich markiere es hier gerade nochmal mit der Maus. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Auch hier 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja. Also da denken wir spaltenweise. Später werden eben auch die Daten meistens spaltenweise ausgegeben. Also Sie merken schon, die Indizierung beginnt bei 1, wir denken spaltenweise. Das ist nicht genau so, wie wir das kennen, aber Sie werden merken, das ist sehr nützlich. Ich mache jetzt mal hier nochmal was von, ne, machen wir von 1 bis 4 und machen wir mal eine 2x2 Matrix. Und dann habe ich hier noch dazu getippt, byRow gleich true. Der ist als Default false, der Wert, aber wenn ich ihn jetzt hier auf true setze und dann werden die Zahlen, so wie wir es jetzt vielleicht am Anfang erwartet hätten, zeilenweise verwendet. 1, 2, 3 und die 4. Okay, ich kann mit Matrizen rechnen. Ich schaue ich mal gerade, dass wir noch eine haben, die so groß ist wie C, das heißt eine 2 kreuz 2. Machen wir mal einfach das Umgedrehte zugegebenermaßen. Langweilig. Schauen wir mal, ob es stimmt. Jawohl. Okay. Und wenn ich jetzt C mal D eingebe, dann werden die beiden Matrizen C und C elementweise multipliziert. Das heißt, die 1, die hier steht, mit der 4, die hier steht, das heißt, da sollte dann auch 4 rauskommen. Und hier die 2 mit der 3, da sollte 6 rauskommen. Schauen wir mal, ob es stimmt. Und das passiert auch. Das wissen Sie natürlich schon, es gibt Matrix-Multiplikation. Und das hätte man vielleicht eher erwartet. Der Operator heißt anders. Und zwar ist das ein Prozentzeichen mal Prozentzeichen. Sie können das
mal auch weglassen und einfach 2%-Zeichen hinschreiben, D. Und jetzt erhalten wir wirklich das Matrixprodukt, so wie das definiert war. Schauen wir mal, ob A mal B geht. Okay. Und auch hier erhalten wir das Matrixprodukt. Man kann auf eine weitere Art und Weise zweidimensionale Felder erzeugen mit der Funktion Array. Wir machen mal gerade das C weg mit dem Remove und erzeugen es neu. Hätte ich natürlich nicht machen müssen, hätte es überschrieben, aber ist egal. Von 1 bis 4. Und dann sage ich hier einfach, mach ein 2 Kreuz 2. Das geht jetzt hier einfach so. Effekt war mehr oder weniger der gleiche. Ganz nützlich sind Zugriffsoperationen. Wir haben ja schon gemerkt, ich muss bei 1 angeben, A11. Überrascht Sie jetzt nicht, ist immer noch das erste Element links oben. Aber ich kann zum Beispiel auch sagen, ja, es gibt ja keinen Zeilenindex, sondern nur einen Spaltenindex, das heißt Komma 2. Das heißt für R schlicht und ergreifend, gib mir die zweite Spalte von A aus. Und da ist er auch. Lassen Sie sich nicht irritieren, die Ausgabe erfolgt immer in einer Zeile, auch wenn Sie gerade die zweite Spalte von A ausgegeben haben. Hier sind so die 4, 5. 6. Genauso können wir die erste Zeile von B ausgeben. Schauen wir uns erst nochmal B an. Hier ist es. Das heißt die 6, 3. Schauen wir mal. 1, und auch da kommt sie natürlich jetzt auch korrekt als Zeilenvektor raus. Und was auch noch sehr praktisch ist, ich kann nicht nur Konstanten eingeben, sondern auch Bereiche, zum Beispiel von 2 nach 3. Das heißt die zweite und die dritte Spalte von A und dann bekommen wir eine 3 Kreuz 2 Matrix als Ausgabe. Das heißt, wir können mit solchen Operatoren und Zugriffsmethoden Teile von Matrizen ausschneiden und damit arbeiten und das werden wir bei Daten, die wir einlesen, sehr, sehr häufig verwenden. Jetzt fragen Sie sich garantiert, schauen wir nochmal gerade. Was ist denn jetzt der Unterschied, wenn ich etwas mit Matrix oder Array vereinbare? Das D war gerade eine Matrix und das C war ein Array. Sag ich mal, ist ja nichts anderes passiert. Aber wenn Sie etwas als Array haben, dann können wir Spalten und Zeilen Namen geben. Okay, schauen wir nochmal, was wir mit Arrays alles machen können. Ich habe die Konsole hier gerade mal neu geklärt. Wir haben immer noch das C, das war diese zugegebenermaßen etwas langweilige 2 Kreuz 2 Matrix. Und wir können solchen Arrays Namen geben für die Zeilen und für die Spalten, Row Names und Call wie Column Names. Ich will das noch nicht vergeben, aber ich kann ja jetzt welche zuweisen. Und das machen wir mal, dann müssen wir einfach V1 und V2. Jetzt nochmal ausgebe, habe ich es auch gemacht und Row Names C. Überlegen wir uns einen anderen Charaktervektor, nehmen wir mal Fall 1. Und jetzt haben wir das eben auch gemacht. Und wenn ich jetzt wieder C ausgebe, und dann werden eben nicht mehr die Zeilen- und Spaltenindizes ausgegeben, sondern eben schon die Strings, die ich da eben verwendet habe. Und spätestens bei Datensätzen ist das natürlich eine sehr, sehr nützliche Funktion. Er ist in Pakete organisiert. Wir können auch eigene Pakete erstellen, aber es gibt eine Unzahl von Paketen. Hier sehen wir es auch schon im Menü. Können wir auch alles auf der Shell machen. Dafür gibt es zum Beispiel die Funktion Library und wenn ich hier eingebe, kommt dann hier ein Fenster und Sie sehen, was ich jetzt gerade hier alles bei mir installiert habe. Das ist mehr oder weniger die Standardinstallation.
einige Ausnahmen, die ich schon mal gemacht habe. Und wenn Sie Search eingeben und dann kommt gerade eine Liste, ein Charaktervektor der Pakete, die jetzt gerade aktuell geladen sind, wie Package Base, Utils, Stats, das heißt, die Statistik ist eben schon da, GR-Devices und Graphics-Devices, das werden wir uns auch noch ansehen. Alles das bekommen wir auch hier unter Pakete, Ladepaket, das werden wir auch gleich einsetzen. Sie können den Mirror setzen, sodass Sie können einfach interaktiv Pakete nachladen. Das sind Sie gerade. Können Sie auch mit Install Packages machen, aktualisiere Pakete und Sie können auch lokal Pakete installieren, die Sie zum Beispiel selbst gemacht haben. Wir machen das jetzt nochmal hier auf der Konsole. Install Packages hätten wir jetzt genauso bekommen. Bitte einen CRAN-Spiegel für diese Sitzung auswählen. Mache jetzt, guck mal gerade, das Fenster ist nicht wirklich kleiner zu machen. Sie haben aber hier wieder diese ganzen Spiegel und ganz unten, das sehen Sie jetzt nicht, steht dann auf OK und abbrechen. Das machen wir jetzt auch. Ich habe wieder auf Cancel gedrückt. Wie laden wir ein Paket? Das mache ich jetzt wirklich interaktiv. Lade Paket. Hier sehen wir schon so die aller ersten Pakete und jetzt nehme ich hier mal den Color Brewer, drücke jetzt hier auf OK oder könnte auch Return tippen. Color Brewer ist eine Seite, die sehr viel Informationen enthält über Farbschemata später für die grafische Ausgabe von Regenbogen, Schemata bis ganz anderen. Und es gibt eine Integration in R, die nennt sich dann eben auch R Color Brewer. Tippe jetzt mal auf OK und dann ist sie jetzt auch da und wir haben es geladen mit einer kleinen Warnung, weil ich da jetzt einfach eine andere Version habe. Merkt man auch gleich, wenn man Klammer auf, Klammer zu vergisst, kriegt man einen Fehler. Und jetzt sehen wir hier R-Color Brewer, hier ist er jetzt auch geladen. Ich kann ihn verwenden und ich weiß jetzt per Zufall, es gibt einfach, ja, zeigt man doch mal alle Color Brewer Paletten, die es dann gibt, indem ich diesen Befehl hier eingebe und dann erscheint ein Fenster. Ich ziehe es jetzt hier mal gerade in den Camtasia-Bereich und mache das Fenster so groß, dass Sie das alles sehen. Was man aber schon gemerkt hat, wir bekommen hier eine Menge von Color Schemes, von Farbschemata. Ist jetzt hier ein bisschen schwierig zu sehen. Die haben alle Namen und hier sehen wir dann die verschiedenen Paletten und wir könnten sie auswählen. Ich gehe jetzt einfach wieder auf Schließe Device. Wir haben schon hier das erste Fenster gesehen mit einer grafischen Ausgabe in R. Schon zu Beginn hatte ich Ihnen von RStudio, von einer IDE erzählt. Ich habe sie hier jetzt gerade gestartet. Sieht auf den ersten Blick gar nicht so viel anders aus wie vorhin, außer dass es jetzt die englische Version ist. Das soll uns jetzt aber nicht weiter stören. Ganz links sehen Sie hier die Konsole. Mit der Ausgabe, die wir schon am Anfang hatten. Auch hier gibt es wieder Farbschemata fürs IDE, aber das finden Sie unter Tools hier. Das wird Sie jetzt nicht verblüffen. Hier haben wir eine History-Ausgabe. Das heißt, wir haben ja vorhin schon gesehen, ich kann da jetzt in den zwischen den Befehlen, die ich eingegeben habe, mit den Cursor-Tasten hoch und runter. Das werden wir dann hier auch sehen und kann sie auch wieder zurückbekommen, kann sie abspeichern. Diese Save-History hat man vorhin ja auch schon. Sie können dann hier auch was löschen. Das werden wir nachher auch gleich machen. Hier können Sie Umgebungsvariablen, Environment-Variables setzen. So stehen Ihre Daten und sonstige Dinge. Hier unten sehen wir einige Fenster, die sind ganz praktisch. Hier haben wir schon quasi unseren File-Explorer. Das ist der Ordner, den wir noch kennen. Da haben wir gerade vorhin unser Workspace gesichert. Ja, hier steht auch gerade so die R-History, die wird in einem Punkt-File abgespeichert und unter Linux heißt es, wenn Sie ganz normal ls eingeben in der Konsole und dann sind die sozusagen versteckt. Sie haben hier so alle möglichen Dinge, die Sie auch vom File Explorer erwarten. Hier, wenn wir dann nachher grafische Ausgaben machen, in der Konsole werden die dann in einem eigenen Fenster angezeigt. Das haben wir gerade vorhin schon bei den Farbpaletten gesehen. Hier haben wir wieder die Packages, die haben wir vorhin auch schon verwendet. Hier ist gerade der, den wir vorhin geladen haben. Hier es geht viel schneller. Sie sagen einfach hier ankreuzen und dann ist er auch schon geladen.
Die Help View ist jetzt hier drin. Das ist jetzt Geschmackssache, ob Sie ein großes HTML-Fenster haben wollen oder das hier. Ja, gehen wir hier nochmal gerade Fragezeichen Pi ein. Und dann wird hier auch wieder die Seite dargestellt. Okay, Viewer, wenn wir später noch sehen, gehen wir einfach auf Files wieder zurück. Der Rest geht genauso wie vorher. Das heißt, wenn wir die Konsole verstanden haben, dann passiert da auch nichts Neues. Wie wir schon vorhin gesagt haben, Geschmackssache. Sie können jetzt hier unter File, Sie können in Projekten denken. Das ist der große Unterschied zu vorher. Klar, wir haben die IDE. Ja, wir können auch hier wieder RStudio beenden und werden dann auch wie vorher von R gefragt, was willst du denn mit deinem Workspace? Willst du den hier in diesem First R Data oder sonst wo speichern? Der Rest ist Clear Console. Das habe ich hier vorhin auch mal wieder gemacht. Sie können, das haben wir jetzt hier gerade nochmal, wollten wir ja gerade nochmal sehen. Okay, Sie können jetzt hier in der History etwas auswählen und können dann sagen To Console und dann wird es hier ausgegeben. Sie sehen es jetzt hier schon und ich könnte es wieder ausführen. Ja, nur To Source, dann wird es sozusagen nur dahin gemacht und wenn Sie sagen 3 plus 5 ist so eine blöde Anweisung, die will ich jetzt nicht mehr sehen, dann gehen Sie einfach hier auf das Kreuz und nach einer Rückfrage wird es dann auch gelöscht. Hier können Sie ja neu starten. Sie können es beenden. Sie können den Arbeitsbereich setzen. Set Working Directory. Das heißt, Sie können hier in diesem Bereich irgendwo hin navigieren und können dann sagen: Ja, genau, nimm das. Ja, to files pane location heißt es dann. Oder Sie wählen einfach eins aus. Sie können Workspaces laden. Das kennen wir alles schon. Sie können ihn auch klären. Jo, machen wir mal weg. Sie können hier Konfigurationen durchführen, Sie können später debuggen, das ist ganz praktisch, wenn Sie eigene Skripte erzeugen und zu den Themen wie kriege ich jetzt Datensätze hier herein, wie werden wir später noch sehen. Wir können Packages wieder updaten, installieren, wir können eine Shell starten, das ist jetzt etwas groß und dann kommt unter Windows natürlich die Command.com und unter Linux, wo es auch RStudio gibt, eben auch wirklich eine Shell. Sie haben hier die ganzen Optionen, die man so alles eingeben kann. Welche R-Version haben Sie? Wo möchten Sie denn bitte arbeiten? Immer soll er dieses Punkt RData into Workspace at Startup machen? Ja, kann man so konfigurieren, wie man möchte. Man kann sagen, welche Fonts. Das Layout, die Appearance, was man so alles halt von einer IDE erwartet. Gehen wir mal auf Cancel und hier kriegen Sie natürlich auch beliebig viele Hilfe. Sehr praktisch, ich bin immer hin und her gerissen bei der grafischen Ausgabe. Finde ich es ganz praktisch. In Camtasia ist es etwas schwierig, weil ich da den Bereich, den ich nehme vom Bildschirm, eben einschränken muss. Es ist schlicht und ergreifend die Frage, wollen Sie ein Fenster, das verschiedene Panes, verschiedene Bereiche hat, oder arbeiten Sie mit der Konsole und es werden eben externe Fenster aufgemacht. Das kann man entscheiden. Das ist persönliche Vorliebe und das wird Ihnen überlassen. Ganz wichtig ist einfach immer dieser Bereich und da drin werden wir sozusagen immer sehen, wie kann ich jetzt das folgende Verfahren, was ich suche, oder die grafische Ausgabe, die ich mache, wie kann ich die machen und mit welchem Werkzeug Sie das dann eingeben. Das überlassen wir Ihnen.